Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Und da ist er. Wir begrüßen mit einem herzlichen Applaus Tim Ulbricht. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Dies ist für dich. Du kennst das Spiel. Ja. War anstrengend. Ja. Alles gut. Du kennst das Spiel, mikronah an Mund und so weiter. Da Richtig. Bist du Profi. Erste, nicht ganz wichtigste Frage, aber viele haben mich jetzt schon gefragt, wie geht es Peer? Wir haben eben gehört bei der Pressekonferenz, er hat einen Pferdekuss am Oberschenkel. Genau. Mehr kann man, glaube ich, auch gar nicht sagen. Es ist ein Bluterguss im Oberschenkel. Humpelt ein bisschen, aber ich glaube, die Physios machen da eine gute Arbeit. Ich glaube schon, wir haben da die richtigen Sachen, dass er dann auch recht schnell wieder fit wird. Alles klar, das hoffen wir alle, dass er nächste Woche gegen Bonn wieder fit ist. Apropos Per Günther, ich kann mit dieser Frage leider nicht zurückhalten. Nach der ersten Knaller-Personalie des Tages, gibt es von dir schon was Neues? Leider noch nicht, aber ich freue mich sehr, dass Per Günther in Ulm bleibt. Ich denke, das tun wir alle. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr uns als Team auch erhalten bleibt. Ja, ich habe mal gelesen, irgendwie die BBL hat gesagt, wir sind das beste deutsche Duo nach Modern Talking. Und ich weiß nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Also. Also. Aber. Also schöner seid ihr auf jeden Fall über alles andere. Ja, ich muss noch ein bisschen die Haare wachsen lassen, dann wird das schon. Aber der Bart wächst wieder, Gott sei Dank. Richtig. Also wieder an allen nötigen Stellen, nicht mehr nur auf der Oberlippe. Da bin ich persönlich ganz beruhigt. Ich fand ihn ganz angenehm, aber meine Frau mochte den nicht. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich denke, sie war nicht die Einzige. Aber jetzt wollen wir hier nicht nur über Äußerlichkeiten reden, sondern natürlich über dieses heftige, emotionale Spiel. Ich meine, das ging ja hoch und runter, nicht nur mit der Nachricht, dass Peer bleibt, sondern auch das erste Viertel war der Knaller. Was ist danach passiert? Ich glaube, wir waren selber überrascht. Jedes Ding ist da reingegangen, ja. Egal wer geworfen hat. Wir waren in einem sehr, sehr guten Rhythmus. Wir haben hinten sehr gut verteidigt, die Räume eng gemacht und den Bambergern es wirklich auch schwer gemacht, ins Spiel zu kommen. Und aber die Bamberger halt eins der besten Mannschaften in der BBL sind, kommen sie natürlich auch zurück. Die wissen natürlich auch, wie sie dann im zweiten Viertel und dann auch im dritten und vierten dann wieder ankämpfen können. Nichtsdestotrotz sind sie ja unter den Top 2 da oben. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen den Kopf zerbrochen dann am Ende. Wir haben dann die Würfe nicht mehr ganz so getroffen. Wir haben dann aufs Scoreboard geguckt und auf einmal war die Führung weg. Und dann waren sie doch wieder dran und haben uns dann dadurch halt auch sehr unter Druck gesetzt. Wir wissen, wir können mit den großen Mannschaften mitspielen, leider noch nicht über 40 Minuten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Playoffs, wenn sie jetzt anfangen, hoffentlich ganz, ganz anders sind als die reguläre Saison. Wie gesagt, neue Karten werden gemischt. Ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich noch in Bamberg gespielt habe, wieder Meister geworden sind, da hat Quakenbrück als Achter gegen den Ersten gewonnen. Und solche Sachen können natürlich auch passieren. Das heißt, wenn jetzt die großen Bs mit einem riesengroßen Selbstvertrauen, ich weiß nicht, was München ist, aber mit einem großen Selbstvertrauen von Natur aus einen riesengroßen Selbstvertrauen in die Playoffs gehen und dann auf einmal doch eine Mannschaft da vielleicht zwei Siege bei denen rausholt, dass da nicht doch ein bisschen das Herzflammern kommt. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt in Bonn noch den Sieg zu holen, dass wir Fünfter bleiben, hoffentlich, und dann gegen Bonn kämpfen. Das glaube ich auch. Nächste Woche Donnerstag, das allerletzte Ligaspiel gegen, du hast es gerade gesagt, eins der großen Bs ja tatsächlich. Rückblickend jetzt auf die letzten Spielwochen, wo ihr alle Bs abgefrühstückt habt, bis auf Bonn, was jetzt noch aussteht. Kannst du das rückblickend irgendwie zusammenfassen, wie ihr euch entwickelt habt, wie ihr euch geschlagen habt? Ich denke, das heute war mit Abstand das stärkste Spiel gegen die Bs. Ja, wir haben gut, wie ich schon gesagt habe, wir haben sehr, sehr gute Ambitionen gezeigt. Leider konnten wir das nicht über 40 Minuten lang aufs Parkett bringen. Wie gesagt, wenn hoffentlich die Playoffs da sind, wir alle 100% geben, uns
120% auf die Teams konzentrieren und natürlich auch eine Serie dann haben, wo wir dann auch mehrmals gegen die spielen, dass das dann anders aussieht. Wir wissen alle, wir können gegen sie spielen und wir müssen es halt nur noch auf dem Parkett für 40 Minuten lang machen. Ne? Dann hoffe ich mal, dass das, was ihr an Überraschungen heute die ersten 10, vielleicht 15 Minuten parat hattet, dass ihr das dann auch in den Playoffs nochmal wiederbeleben könnt und vielleicht auch über 40 Minuten durchhaltet. Auch deine erste Saison in Ulm geht jetzt zu Ende. Mir kommt das aber so vor, als wärst du schon ewig hier. Wie geht's dir? Ja, noch ist sie ja noch nicht zu Ende und ich hoffe, die geht ja noch ein bisschen. Okay. Also ich fühle mich wahnsinnig wohl. Ja, ich fühle mich auch schon, dass ich länger hier bin als eigentlich gedacht. Ich wurde herzlich aufgenommen. Das ging alles so reibungslos. Ich war schon mitten in der Familie Ulm drin, so nach 2-3 Wochen und ich habe mich richtig gut hier reingefügt. Und wie gesagt, es ist immer noch ein wahnsinnig schönes Gefühl, hier in die Halle zu kommen, von den Fans applaudiert zu werden, den Namen zu hören, wenn die Fans so schreien. Und das gibt einem auch was. Und so möchte man natürlich auch spielen, weil das macht einfach Spaß, wenn man in der Halle spielt, sein Zuhause nennt und solche Kraft dann auch gibt. Leider hat es ja natürlich heute nicht geklappt, aber ich glaube, in den Playoffs geben die Fans auch nochmal einen extra Schub und dann packen alle halt an dem gleichen Strang und dann sieht das vielleicht anders aus. Mhm. Du hast zuvor, bevor du nach Ulm gekommen bist, 2 Jahre lang versucht, in der NBA Fuß zu fassen, bist dann wieder nach Deutschland, nach Europa zurückgekehrt. Rückblickend würdest du das als Scheitern beurteilen oder einfach als Erfahrung, die dich vielleicht auch weitergebracht hat? Scheitern wahrscheinlich nur in dem Sinne, dass ich nicht in der NBA geblieben bin. Aber ich glaube generell, alles, was mir da passiert ist, hat mich einfach nur weitergebracht. Nicht nur basketballerisch, sondern auch menschlich. In ein Land zu gehen, wo man bei null anfangen muss, sei es ein Bankaccount aufmachen oder was auch immer, eine Wohnung suchen, alles muss man selber da machen. Die sagen halt, ja, du bist jetzt hier im Team und den Rest musst du halt selber suchen. In Deutschland ist es ja anders, die stellen dir ein Auto hin, hier ist die Wohnung und du brauchst nur Basketball spielen. Und ich glaube, das alles in dem Paket hat mich sehr, sehr viel weitergebracht, auch durch diese anderen Teams halt durchzugehen. Nie zu wissen, bleibe ich jetzt noch einen Tag länger hier in dem Team oder traden sie mich irgendwo anders hin oder werde ich vielleicht auch schon gefeuert und muss meine Sachen packen. Also ich glaube, all das immer im Hinterkopf zu haben und auch diesen Druck zu haben, nicht zu gewinnen, sondern im Team zu bleiben, ist, glaube ich, war sehr, sehr schwer am Anfang, aber das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel geholfen, um jetzt zurück nach Europa zu kommen und das zu kompensieren. Um dich ist schon sehr früh ein Riesenhype entstanden. Du bist so als zweiter Nowitzki gehandelt worden und. Hast du dich manchmal so ein bisschen in Richtung NBA gedrängt gefühlt oder war das wirklich dein Traum, in Amerika Basketball zu spielen? Nee, gedrängt nicht. Ich glaube, früher war das alles einfach ganz anders. Da war kein Social Media, da war ich nervös, als dann die Kamera beim Spiel war. Dann dachte ich, oh nee, hoffentlich interviewen sie mich jetzt nicht. Hier ist es jetzt jedes Mal, bei jedem Spiel ist eine Kamera da. Wie gesagt, früher, da war ich 15, wo es angefangen hat, oder sogar 14. Dann wurde ich da in die Medien reingezogen. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich kam damit gar nicht klar. Und dann baute sich halt so der Druck auf. Und natürlich, wenn man dann da als großes Talent angepriesen wird und früher kamen halt noch nicht die Deutschen so nach, lastet Druck auf einem und ich wusste auch nicht, wie ich das handhaben soll. Da hat mir auch keiner gesagt, na, du musst den Weg gehen oder den Weg gehen. Nowitzki war ja leider in den USA und konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen. Das war schon recht schwer, aber so richtig gedrängt in die NBA wurde ich zwar nicht, aber ich wurde halt immer in Verbindung gebracht und das war, glaube ich, das Schwierige. Du hast mal in einem Interview gesagt oder in einem Artikel, jeder Spieler träumt davon, in der NBA zu spielen. Das ist so die Mutterliga im Basketball. Bedeutet das im Rückschluss, das frage ich jetzt mal bewusst ein bisschen ketzerisch, dass die BBL oder eine andere europäische Liga die zweite Wahl ist? Ich kann es nur so beantworten. Jeder hat das Ziel, alles dafür zu tun, dass man auf dem höchsten Level spielen möchte, wo man hinkommt. Sei es jetzt wie andere in der NBA oder sei es jetzt für andere in der BBL, aber natürlich ist das Ziel immer, man möchte weiter. Sei es jetzt, jemand hat jetzt Eurocup gespielt und möchte aber Euroleague spielen. Also man möchte ja nicht zufrieden sein mit dem, wo man ist. Man möchte ja immer eigentlich einen Schritt weitergehen. Genauso, wenn jetzt welche im normalen Job arbeiten, die möchten ja auch irgendwann vielleicht
Chef von dem ganzen Laden werden und nicht nur Mitarbeiter. Ja. Und ich glaube, um diese Ziele da immer oben zu haben, gibt man ja trotzdem Gas, weil man ja noch diese Ziele vielleicht nicht erreicht, aber trotzdem, die geben einem so viel Motivation, dass man sich ja dann, wo man gerade ist, trotzdem noch anstrengt, anstatt sich zurückzulehnen und sagen, ja okay, ich bin jetzt in der BBL, ich bin Starting Five und jetzt kann ich mich ja zurücklehnen. Ja. Und das ist eben nicht das Ding. Deswegen finde ich schon, dass man diese persönlichen Ziele anstreben sollte. Wenn man sie nicht erreicht, dann erreicht man sie zwar nicht, aber die gibt einem trotzdem super Motivation, dass man jeden Tag in die Halle geht oder hier in die Arena geht und alles gibt. Ne? Aber wenn jetzt übermorgen ein NBA-Club anrufen würde und sagt, Herr Ulbrecht, Sie gefallen uns ganz gut. Dann kann ich nicht hingehen, weil ich noch unter Vertrag stehe und ich sehr gerne die Meisterschaft nach Ulm holen möchte. Mhm. Und das mir eigentlich egal ist. Man liest so viel über dich, wie du so bist und was du so kannst. Und ich habe gelesen, dass du so ein ganz schwieriger Charakter bist und so. Ich kann das jetzt eigentlich bis jetzt zumindest schon mal gar nicht unterstützen. Deine Mutter, aber der glaube ich, wenn die was sagt, die sagt, ja, habe ich gelesen, du bist zu sozial. Und du selber sagst, in Ulm ist alles ein bisschen freundlicher. Das klingt ja nach der Traumbeziehung zwischen dir und Ulm. Wie lange ist das Interview her? Mit deiner Mutter? Ja. Sagt sie das jetzt nicht mehr? Nee, das war noch zu NBA-Zeiten. Echt? Ja. Ja, ich glaube sozial in dem Sinne früher, dass ich mit meinen 18, 19 oder wie auch immer noch zu weich auf dem Feld war. Ich habe, glaube ich, nicht meinen Mund aufgemacht. Ich war halt nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht ein Teil wirklich der Mannschaft. Ich wollte nicht wirklich irgendwie... Ich wollte lieber an der Seite bleiben, anstatt Teil der Mannschaft zu sein. Und das war, glaube ich, das Soziale, dass ich eher anderen einen Vortritt gebe, als mich selber durchzukämpfen. Und das hat mir eben durch die USA sehr, sehr viel geholfen, weil ich halt da mich komplett durchsetzen musste. Sei es jetzt in der D-League oder sei es jetzt versucht, in die NBA zu kommen und da halt zu bleiben. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vergleichen kann, aber... Nee, aber wenn du sagst, Ulm ist so ein super freundliches Team, meine ich, das klingt so, als würdest du eigentlich ganz gut hier reinpassen. Auf jeden Fall, ja. Ja, schön, schön. Du sagtest ebenfalls, Entschuldigung, ich habe ein paar Interviews gelesen, es hört dann auch gleich auf, ich möchte ein Team finden, das mich wirklich will und sich mit mir eine Zukunft vorstellen kann. Das klingt für mich A, sehr romantisch und B, so ein bisschen eheähnlich. Ist deine Frau Katrina manchmal eifersüchtig auf den Sport? Ich glaube nicht. Ich glaube, die profitiert davon, weil die sammelt sehr gerne Taschen und ich glaube, wenn ich nicht mehr spielen würde, dann wäre da auch ein kleines Problem. Aber ich glaube, jeder Spieler möchte ja irgendwo sein Team finden, wo er gemocht wird, wo die Fans einen mögen und wo alle auch hinter einem stehen. Ich glaube, da ist es auch einfacher zu spielen. Ich glaube, das jetzt auch, wo du sagst, ich möchte in einem Team sein, wo ich auch längerfristig vielleicht sein kann. Das hat auch damit zu tun, dass meine Frau und ich vielleicht auch über Nachwuchs nachdenken. Das heißt, man möchte nicht nur für ein Jahr irgendwo gucken und dann wieder nächstes Jahr überlegen, muss ich wieder irgendwo hinwechseln, sondern man sagt einfach, vielleicht möchte man noch ein bisschen sesshaft werden und sagt, komm, dann bleibt man 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre irgendwo und dann kann man auch mal wieder was anderes planen. Ne? Zumal sich ja Ulm zumindest unter Basketballern als recht fruchtbar erwiesen hat. Also ich denke, das kann man weiterempfehlen. Ja, das stimmt. Du und deine Frau, ihr habt einen Instagram-Account zu zweit. Ja. Wer postet denn da und wer bestimmt, was gepostet wird? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, vermehrt ist sie dabei und ich habe den Hund halt. Ne? Ich bin... Ja, aber es gibt einmal den von Dudley, von eurem Hund, genau. Und dann gibt es noch einen von euch zusammen. Ja, der Private ist halt einfach, der ist halt auch privat, weil der ist einfach nur für Freunde aus den USA, damit man nicht immer über WhatsApp oder so Fotos schicken muss. Das heißt, man postet ein paar Fotos und die können dann halt direkt auf Instagram sehen, was wir eigentlich machen. Wer hat mehr Follower, ihr oder Dudley? Dudley. Ja. Ich habe das vorhin schon mal vorgeschlagen in der Pause, vielleicht sollte man Dudley noch ein bisschen vermarkten. Ich meine, so kleine Plüsch-Bernardiner mit... Trikot oder ein Fässchen vorne mit Goldochsen. Ja, ein Fässchen wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber jetzt, ja. Ja, ich meine, wir sind für Ideen offen und ich glaube, der Große, dem macht das auch nichts aus. Ja. Ein Fässchen mit Goldochsen, ja. Super, ja. Vermarktungsstrategie. Wir sollten dranbleiben. Frau, Haus und Hund, hast du schon, wie es mit den Bäumen steht? Weiß ich jetzt nicht, du scheinst dich richtig wohl zu fühlen hier. Hast du auch gesagt, deine Frau fühlt sich, glaube ich, ganz wohl hier? Ja, also ich glaube, das war schon eine sehr gute Entscheidung, dass wir hingegangen sind. Sie fühlt sich wahnsinnig wohl auch hier mit den anderen Spielerfrauen. Die haben sich da so gut gefunden und das war auf jeden Fall schon ein guter Einstand für sie,
dann nach Deutschland komplett zu kommen mit mir und hier mit mir was anderes anzufangen. Mhm. Nochmal zurück auf die Personalsituation. Die eine hat sich nun heute geklärt, Per bleibt, Philipp Schwedhelm ist noch ungeklärt, du bist noch ungeklärt, ihr drei, habe ich aber gelesen, seid Freunde, kennt euch schon länger. Ich habe in der Südwestpresse gelesen, dass die Personalie Schwedhelm massiv von dir und Per abhängt, einfach aus finanziellen Gründen. Ist das was, worüber ihr redet? Belastet dich das? Beschäftigt dich das irgendwie, dass einer deiner Freunde von dir abhängt quasi? Wenn es denn wirklich so ist, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, daran habe ich noch gar nicht so gedacht. Ich glaube, das ist eher eine Sache, die den Thomas Stoll oder dem Oettel da Kopfschmerzen bereiten sollte. Natürlich wäre es schade, wenn das Trio sich irgendwie trennt, ne? Aber so ist das Basketball-Business nun mal. Ich glaube trotzdem, dass wir ja in Kontakt bleiben, wie die letzten Jahre auch. Aber wenn dann einer von uns oder sogar wir drei getrennte Wege gehen müssen, dann ist es leider so. Wir hoffen natürlich nicht darauf, aber das Basketballleben oder Business ist schnelllebig und das kann natürlich auch passieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Mir fällt gerade kein berühmtes deutsches Musiktrio, Tic-Tac-Toe. Drei Musketiere. Drei Musketiere, super. Ganz berühmte deutsche Band. Nee, aber Musik müssen wir ja nicht spielen. Nein, aber um in der Modern Talking-Geschichte zu bleiben. Was? Ah, die Ärzte, dankeschön. Gott, da steht es immer wieder auf dem Schlauch, die Ärzte. Oh. Und da ist er. Wir begrüßen mit einem Herz. Ich bin ja nicht recherchefaul, muss ich sagen. Und diese Breaking News, die ich euch jetzt mitteile, ich weiß nicht, wer es von euch wusste. Tim Ulbricht war 2009 als Experte für Papierkugel-Basketball bei Galileo auf Pro7 zu Gast. Und ich denke mir, was kann da noch kommen? Also ich meine, einmal Experte im deutschen Privatfernsehen und dann noch für Papierkugel-Basketball. Das war Wahnsinn. Das glaube ich. Und weil das so schön war, ich habe jetzt die Sendung leider nicht gesehen, aber weil es so schön war, hätte ich eine Kleinigkeit vorbereitet und hätte Nein. einen... Doch. Ich habe Papier, noch ungekugelt und ich habe einen Korb. Ich musste das nur machen, weil ich ein Rookie bin. Ja, nun. Ich bin ja kein Rookie mehr. Das hat mir keiner gesagt. Ach so. Nee, komm mal bitte kurz nach vorne. Es gibt nämlich noch einen Kontrahenten. Und zwar ist das der Jon, ein fleißiger U10-Spieler, der sich bereit erklärt hat, gegen dich anzutreten. Und was mich jetzt interessiert, ist natürlich die Technik. Welches Papier? Ich habe jetzt hier so schreddriges, normales Papier aus dem Kopierer gezogen. Geht das überhaupt? Oder muss es Seidenpapier sein? Zeitung? Nee, das ist schon in Ordnung. Da hast du schon gute Recherche gemacht. Also es passt eigentlich. So, Jon, dann nimmst dicker, du dir auch dicker mal ein bisschen aber, dicker. Und wie wird das jetzt geknüllt? Möglichst locker oder fest? Möglichst nur mit einer Hand. Nur okay. mit einer Hand. Jon, machst du das... Auch mit? Da steht euer Korb. Wir hatten keinen schöneren. Und Orange auch nicht. Nee, das ist aber ein schöner Korb. Schon, oder? Ja. Damit gehst du Pilze suchen, oder? Psst. Ihr dürft jetzt auch ernsthaft mal werfen. Es kommen weiter qualifizierte Fragen von mir. Bitteschön. Die Wurftechnik interessiert mich. Normalerweise wirfst du nach oben. Jetzt ist der Korb auf dem Boden. Was ist jetzt also anders? Die Flugbahn. Aha. Mach das bitte mal kurz vor. Aufgepasst. Na, Jon, zeig mal, ob du es besser kannst oder anders. Na, das war knapp. Jeder hat natürlich einen zweiten Versuch verdient. Also bei Thorsten habe ich mich schon gefragt, ob er sich von mir verarscht fühlt. Diese Frage stelle ich mir häufiger. Jeder hat einen zweiten Versuch verdient und dann lasse ich euch auch in Ruhe. Vielen Wie kam Dank. Es denn dazu? Warum musstest du bei Galileo antanzen und was interessiert die Welt eigentlich an Papierkugelbasketball? Ich glaube, da war das Thema bei Galileo, wie kann man Sport machen im Büro? Ja, ganz schrecklich. Wir haben früher Drehstuhl-Synchronballett gemacht im Büro. Das war da auch noch, ja. Ernsthaft? Ja. Warum ruft mich? Aber ich musste es nicht machen, das war dann im Nebenzimmer. So, bitteschön. Ah. Er war drin, komm, ja. Er war drin. Ja, er war drin. Das liegt an meinem schlechten Korb. Ganz knapp. Ja. Jon, du darfst gerne noch ein bisschen werfen. Ihr dürft ja beide noch ein bisschen werfen, denn ich denke, es gibt auch noch Fragen aus dem Publikum. Bitte schön. Du kannst das gleichzeitig, ne? Fragen beantworten. Ja, klar. Ja, klar. Klar. Fragen? Wo sind deine Lieblingsplätze in Ulm? Meine Lieblingsplätze in Ulm?
Ja. Ich glaube, das Fischerviertel gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Ich war, also ich glaube, das, wie heißt es, an der Münz? Ne, die Münz, das Café Münz, glaube ich. Das ist unser kleines Café, da gehen wir immer Kaffee trinken, auch mit dem Hund. Da können wir dann da draußen sitzen. Ich glaube, der zweite Ort ist dann eher in Wieblingen im Wald. Da ich würde sagen, hinterm Haus im Wald wahrscheinlich. Richtig, ne? Genau, da gehe ich halt sehr, sehr oft rein. Ja, komisch. Wobei, gibt es da schon so eine Schneise von Dudley eigentlich durch den Wald oder bleibt ihr auf den Wegen? Nee, der bleibt schon auf den Wegen, das passt schon alles. Ja, ja. Der frisst nur ab und zu ein bisschen Gras. Ja gut, und den Rehen kommt er wahrscheinlich eh nicht hinterher, also die brauchen auch keine Angst. Die sieht er ja eh nicht. Ich habe ihm extra gezeigt, da ist ein Reh und dann guckt er mich die ganze Zeit an. Ich hoffe, jeder kennt Dudley von euch, wer nicht, guckt mal bei Instagram vorbei, da erklärt sich das alles mit der Schneise und so. So, weitere Fragen, gerne auch aus dem ersten Stock. Ah. Wer ist dein Lieblingsspieler von Ratze von Ulm? Oh. Das wird eine Klassikerfrage jetzt langsam, aber ich finde die gut. Mein Lieblingsspieler. Ja. Soll ich jetzt Per sagen? Ja, ich meine, ich spiele mit Per zusammen, das ist so, dass er gibt mir die super Pässe. Ich glaube, wir profitieren beide miteinander und da muss ich sagen, dass Per mein Lieblingsspieler ist. Da musst du dich auch überhaupt nicht für schämen, das ist schon völlig in Ordnung. Und hier vorne haben wir schon die nächste Frage. Ich finde das immer so toll, dass der Nachwuchs fragt und die Erwachsenen nicht. Komisch. Hört der Thorsten Leibniz immer zu und macht ja auch immer alles, was der sagt? Nicht, ob er dir zuhört, sondern ob ihr ihm zuhört. Ja, ja. Ja, klar. Also ist genauso wie in der Schule. Also doch. Wenn ich dann dran bin, dann höre ich schon zu und wenn es wichtig ist auch, ich habe da so einen kleinen Filter, die wichtigen Sachen bleiben hängen, die anderen gehen einfach durch, aber... Das kann Dudley bestimmt auch, oder? Komm, miep. Ja, das auf jeden Fall, also doch, aber eigentlich sollte man schon aufpassen, wenn der Chef redet. Sollte, Mann. Auch du. Ich gucke mal in die Runde. Nach oben. Was gibt's denn im VIP-Raum zu essen? Kässpätzle? Na. Was gibt's bei dir noch zu essen heute Abend? Deine Frau kocht so gut, habe ich gehört. VIP-Raum essen? Nee, Spieltag ist immer VIP-Raum. Oh, gibt Schlimmeres, denke ich. Ja, genau. Dann entlasse ich dich jetzt schon mal von meiner Seite. Ich denke, ein, zwei Leute wollen vielleicht noch ein Autogramm und oder ein Foto mit dir. Vielen, vielen Dank, Tim Ulbrecht. Dankeschön. Der Möbelmaler Fan Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Meister.